Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Sind immer noch bei der Crow Melody Reaction. Wir sind bei Traum angekommen. Ich glaube, das ist. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das Top-Lied für mich, weil ich das seit Anfang an geliebt habe. Für mich eines der besten Songs von Crow ever. Ja, so, es zählt auf jeden Fall ganz oben dazu. Und natürlich die ganz neuen Sachen, ne? Kann man alles nicht vergleichen, bin ich immer der Meinung. Du kannst, klar kannst du sagen, es ist halt von Crow, aber du kannst nicht jeden Song miteinander vergleichen. Das ist so, als wenn du, weiß ich nicht, einen Rap mit einem Opernsänger vergleichst. Es macht keinen Sinn, weil jeder Song ist irgendwo anders und. Deswegen dieses Vergleichen macht für mich sowieso gar keinen Sinn. Trotzdem erwische ich mich auch selber immer dabei. Ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Aber nichtsdestotrotz, Traum. Richtig geiles Ding, hab Bock darauf. Habe ich jetzt auch schon, ich glaube, doch, habe ich letztens auch noch gehört, aber jetzt mit richtig hinhören. Bin gespannt, let's go. Hallo und herzlich willkommen zum Date-Duell, meine Damen und Herren. Ach ja, das Date-Duell. Oh mein Gott, stimmt ja. Also, das Video habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Geil. Heute kämpfen Luc und Remy um das Herz einer Traumfrau. Los geht's! Und hier ist sie. Alleine der Sound schon damals, ne? Also klar, Crow hat immer diesen happy Sound, aber das so die Melodie allein schon, die da jetzt im ganzen Traumsong drin ist. Wahnsinn. Jolie! Alleine wie er da spielt, ne? So dieses Dynamite, wie lange der das zieht, dieses Aha dann da rein. So der Flow für 2014, dieser Flow, dieser Sound, unschlagbar. Also, wie gesagt, ab da war Crow für mich on the top. Aber ich muss ehrlich sagen, ne? Das war ein Song, den ich damals gehört habe, als ich. Ich glaube, dass ich da Liebeskummer oder so hatte. Aber kennt ihr das, wenn ihr irgendwie eine Beziehung ist zu Ende gegangen oder so und ihr habt so dieses Traurige so langsam überwunden und wollt euch langsam pushen und dann hört ihr solche Musik? Das war so dieser Übersong damals für mich. So, der hat mich immer wieder happy gemacht und was auch immer. Genau wie jetzt. Ich glaube, man merkt das auch. Echt, dieser Song ist so geil. Oh, von der Lyrics vom Ei, ja. Das wäre ich auch. So, diese Lines einfach so geil. Wenn ich habe, also ich muss ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr kann ich auf diese. Natürlich, es passiert mehr in einem Leben. Man wird älter, man denkt erwachsener. Aber zum Beispiel auch so diese Lines, die der hier raushaut. Man kann viel mehr relaten dazu. Das ist so geil. Jeden Tag unterwegs und ich sehe viele Girls, aber Baby, ey, ich find dich nicht. Und es gibt so viele Girls, die behaupten, sie wären du, doch ich sage, man, es stimmt doch nicht. Das zum Beispiel. So viele Frauen sagen oder denken, sie ist die Richtige für dich oder so viele Männer wie auch immer.
Heutzutage ist es ja noch ein bisschen schlimmer, muss man halt sagen, da gefühlt jeder irgendwie gleich aussieht. Das ist halt wirklich meine Meinung hier. So, es gibt zwar immer mehr so, oder es gibt nicht mehr so viele, die halt wirklich ihren eigenen Style aufbauen. So, es gibt immer diese Gruppen, aber nicht mehr wirklich so dieses eigene Style. Heutzutage, wenn ich zum Beispiel in einen Club reingehe, du gehst rein, guckst, die Jungs sehen fast alle gleich aus. Mädels sehen fast alle gleich aus, alle mit keine Ahnung wie viel Schminke drauf, haben das an, haben dies an, so. Aber dann gibt es irgendwo, findet man dann auf einmal irgendwie eine Frau, jetzt in meinem Fall eine Frau, die auf einmal so ganz anders ist. Die nicht so viel Make-up, also, ne, ich rede jetzt nur von mir, die nicht so viel Make-up trägt, die irgendwie raussticht von ihrem Verhalten her, von ihrem Lächeln her, von ihrer Kleidung her. So, und das ist halt so diese Sache. So. Und da, früher, wo ich den Song gehört habe, habe ich mir auch so was Ähnliches gedacht. Aber da war das, fand ich das noch irgendwie so ein bisschen anders. So, da war auch noch mehr so, dass alle irgendwie unterschiedlich waren. Jeder wollte sich selber sein. Und heute ist es einfach so, ja, ich muss so sein wie der. Und die ist halt wegen Instagram, wegen diesem Social Media Shit. Nein. Mach einfach dein Ding. Sei doch einfach du selbst. Fertig. Du findest dich schön in den Klamotten? Ja, okay. So, klar, aber viele sagen das ja auch von sich, ja, okay, ich sehe in den Klamotten halt gut aus, aber irgendwann merkt man dann so, ja, okay, ich will doch was anderes tragen und so, und dann, ja, kann ich das jetzt tragen? Trag's einfach. Scheißegal, ob Mann, Frau, Junge, Mädchen, was du gerade, wer das gerade hier sieht, trag, was du willst. Du bist ein dünner Junge, und Max Oversize? Zieh an. Du bist ein dicker Junge und Max Oversize? Zieh an. Ist doch scheißegal. So, zieh einfach an, worauf du Bock hast. Fertig. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Und alle von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße sind. Das auch. Niemals suchen. Niemals suchen. Also, ich glaube, da bin ich auch einer der Die meisten wissen oder checken das irgendwann in ihrem Leben, dass es einfach ist, du darfst nicht suchen. Irgendwann kommt es einfach aus nix, wo du nie gerechnet hättest. Niemals im Leben hättest du gerechnet, dass das passiert und diese Person auf einmal wieder zurückkommt, diese Person, das auf einmal ist. Punkt. Aber dieser Sound einfach, ne? Das liebe ich auch an Crow. Du hast einfach diesen wunderschönen Sound, diesen happy Sound, der aber auch dir solche Sachen einfach beibringt. Oder der dir solche Sachen sagt. Deswegen ist es auch immer, öfters auch immer geil, auf die Lyrics aufzupassen. Ich muss ja selber zu mir sagen, ich mache das nicht oft, aber wenn es dann mal so ist, dann merkt man das einfach. Und bei Crow ist es einfach. Der hat so einen krass geilen, guten Sound. Ein Happy Sound zum Beispiel, wie hier jetzt ein Traum, und da sind solche Dinger bei, die dich anders denken lassen auf einmal. Auch das fand ich immer so geil. So, er kommt rein, auf einmal schnell am Rappen und dann verlangsamt er es und er geht in den Hook rein und es ist geil. Er singt Traum, ist so ein geiler Song, einfach von dem ganzen Konzept her. Hammer.
Hey, Quo, na komm. Es geht doch schon wieder. Aber auch, also wirklich geiles Video. Hammer Song, muss man einfach sagen. Also für mich einer der besten Songs ever. Weil er einfach auch dieses Happy-Ding drin hat, dieses alte Crow-mäßige, was man so, wo man sich einfach drin verliebt hat, in diesen Crow. Und wenn man dann noch so auf die Lyrics jetzt drauf aufpasst, noch besser. Hammer. Video natürlich auch sehr gut, gerade auch so, dass das so ein bisschen das so widerspiegelt, die Lyrics. Finde ich hammergeil. Also, ja. Ich kann jetzt schon sagen, Nummer 1 von Melody, das werde ich jetzt schon mal sagen. Aber wir haben ja noch ein paar Songs. Wahrscheinlich wird wahrscheinlich wird Traum da nicht alleine stehen. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.